Wort Herr Fraktionsvorsitzender Dr. Birkner. Bitte, Herr Birkner. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, SPD und CDU haben sich in Niedersachsen zu einer großen Koalition zusammengeschlossen und haben Stefan Weil gestern gemeinsam wieder zum Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen gewählt. Zur Wiederwahl, Herr Ministerpräsident, wünsche ich Ihnen im Namen der Freien Demokraten und ich Ihnen auch ganz persönlich alles Gute und Ihrer Regierungsmannschaft ebenso alles Gute und stets eine glückliche Hand beim Regieren. Meine Damen und Herren, als ein Bündnis, das mit einer so großen Mehrheit regiert, knüpfen sich natürlich Hoffnungen daran. Und zwar große Hoffnungen. Hoffnungen auf das Land, auf das Lösen eben großer Probleme des Landes. Die Hoffnung, dass die drängenden, wichtigen Weichen für Niedersachsen und eben mit eben dieser großen Koalition zügig und reibungslos gestellt werden. Und eine große Koalition mit 105 von 137 Stimmen im Landtag ist natürlich auch ein Anker an Stabilität. Selbstverständlich ist Stabilität auch ein hohes Gut. Gerade in Zeiten, in denen in unserer politischen Kultur ein Umbruch vielfach festzustellen ist, mit Blick auf Europa insbesondere, wo eben die politischen Ränder an Bedeutung gewonnen haben. Aber, meine Damen und Herren, Stabilität ist eben auch nicht alles. Wir brauchen auch Fortschritt, Innovation, Ehrgeiz und Mut. Denn ohne all das, Herr Ministerpräsident, ist Stabilität am Ende nichts. Denn Stabilität führt zu Stillstand und Stillstand ist Rückschritt. Meine Damen und Herren, Ihr Koalitionsvertrag enthält leider keine Überraschung. Mittelmaß und Ambitionslosigkeit prägen ihn. So wie wir das von Ihnen, Herr Ministerpräsident, ja auch schon in den letzten 5 Jahren kennengelernt haben. Wir hatten die Erwartung, dass Sie in der Regierungserklärung gestern ein bisschen konkreter werden. Aber ganz ehrlich, Herr Ministerpräsident, so wie Sie diese Regierungserklärung hier schon vorgetragen haben, war das ja schon der Vorgeschmack darauf, wie Sie eigentlich dieses Parlament ernst nehmen. Völlig lustlos, völlig ambitionslos, völlig unkonkret, das, was Sie hier gesagt haben. Sie haben keine Vision für das Land, das ist in der Art und Weise, wie Sie hier gestern agiert haben, mehr als deutlich geworden. Und wenn man dann so einen Koalitionsvertrag gelesen hat, der nun wirklich, dazu komme ich noch, eigentlich ja sich gerade um das eigentlich Politische, nämlich Dinge zu entscheiden, rumdrückt, dann erwartet man doch, dass man in einer solchen Rede jetzt endlich mal hört, wofür diese Regierung eigentlich antritt. Und dann habe ich mir ein Blatt genommen und überlegt, da schreibe ich jetzt auf, was wirklich die wirklichen Dinge sind. Auch bei Frau Mader, bei Ihnen habe ich dieses Blatt auch noch mal vor mir gehabt und gedacht, jetzt schreibe ich mal auf. Meine Damen und Herren, das Blatt ist leer geblieben. Ja, Sie haben nichts Konkretes gesagt, nichts, was wirklich relevant ist und nichts, was über das hinausgeht, was wir im Koalitionsvertrag schon gehört haben. Und das ist das Kernproblem dieser großen Koalition, dieser neuen Regierungskoalition. Ihnen fehlt doch eine gemeinsame Vision für das Land. Eine Vorstellung davon, wie Sie Niedersachsen modernisieren wollen. Ein roter oder von mir aus auch ein schwarzer Faden, völlig egal, der Sie tatsächlich leitet. Ihre Agenda ist lediglich die Ansammlung aller möglichen politischen Forderungen, ohne dass Sie ja mal das, was Politik ausmacht, Prioritäten gesetzt hätten. Das haben Sie doch eben gerade verweigert. Sie haben keine Leuchtturmprojekte, keine Prioritäten und keine Vision für das Land. Und das ist der große Makel, den diese große Koalition schon jetzt vor sich her trägt. Und dass Sie sich dann noch, Herr Ministerpräsident, rühmen, dass Sie das so schnell hingekriegt haben, auch mit Blick auf Berlin, wie handlungsfähig und wie regierungsfähig Sie sind, das ist schon wirklich, eigentlich schon wieder fast ein bisschen lustig. Weil Sie es doch einfach machen. Sie schreiben einfach alles rein und machen am Ende einen Finanzierungsvorbehalt drunter. Am Ende ist das Politikverweigerung, die Sie mit diesem Koalitionsvertrag eben betrieben haben und sich der Verantwortung nicht gestellt haben. Und verlagern damit all die Entscheidungen ja in die Koalitionszeit. Und welche Folge das davon hat, gerade für die Kollegen von Union, das haben Sie ja schon deutlich gemacht auf Ihrem Landesparteitag, dass Sie ganz deutlich gesagt haben, wir wollen weiter regieren. Wir wollen so weiter regieren, wie wir das mit Rot, mit den Grünen gemeinsam gemacht haben. Und die Union ist der Mehrheitsbeschaffer für Sie. Sie wollen doch ganz einfach durch einen vagen Koalitionsvertrag die Union mit ins Boot holen, auf der anderen Seite aber inhaltlich, politisch nichts verändern und genau eben diesen Kurs des Weiter-so-fahren. Und dafür steht diese große Koalition.
Meine Damen und Herren, diese Koalition plant keine neue Politik. Diese große Koalition hat auch keine neuen Ideen für Niedersachsen. Und diese Koalition zeigt keinen Mut. Den eben gegebenen, Frau Modder, großen Gestaltungsspielraum, den Sie ja ohne Zweifel haben und wo man ja auch große Probleme und Themen mal anpacken könnte, da passiert hier aber nichts. Sie nutzen ihn doch nicht wirklich zum Gestalten. Ich komme im Einzelnen dazu, entgegen Ihren Ausführungen. Sie haben doch wieder nur allgemein gesagt, nicht ein wirklich inhaltlicher Punkt ist bei Ihnen gekommen. Sie haben da in guter Tradition zu dem, was der Ministerpräsident hier gemacht hat, dieses Haus im Prinzip im Unklaren darüber gelassen, wofür Sie stehen. Hier muss aber auch eine große Koalition sich rechtfertigen und erklären, nämlich welche Politik sie machen will. Das haben Sie heute nicht getan. Meine Damen und Herren, Sie zeigen eben keinen Mut zu einer neuen Politik. Und auch da vielleicht, Frau Modder, noch mal ein kurzer Hinweis an Sie, weil Sie sich ja natürlich nicht verkneifen können, kann ich ja in gewisser Weise auch verstehen. Aber glauben Sie denn ernsthaft, dass die Freien Demokraten für die Fortsetzung Ihrer roten, rot-grünen Politik zur Verfügung stehen? Sie können doch nicht uns als Zeugen für Ihre schlechte Politik machen. Keine Dialoge, bitte, Frau Modder, keine Dialoge hier vorne. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie können doch nicht ernsthaft sagen, wir machen schlechte Politik, weil ihr nicht mitregiert. Andersrum, meine Damen und Herren, wir regieren nicht mit, weil Sie schlechte Politik im Kern machen. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung und werden wir auch künftig nicht zur Verfügung stehen. Und das Dokument, das das belegt, ist Ihr Koalitionsvertrag. Meine Damen und Herren, na, das sagen ja die Richtigen, Herr Kollege, mit der Arbeitsverweigerung. Ja, das sind Ihre Kollegen in Berlin, die da die Verantwortung nicht übernehmen. Meine Damen und Herren, naja, wenn Sie aufschreien, hat man Sie getroffen. Um etwas, ne? Das Ruhe hat ein alter bitten, Kollege zu mir Moment, immer bitte, gesagt. Einen Moment bitte, Herr Dr. Bürgner. Wir fahren hier erst fort, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist. Ist das möglich? Herr Kollege Watermann, Herr Kollege Krascher. Bitte, Herr Dr. Bürgner. Watermann, wir werden dafür gewählt für unsere Inhalte. Die wollen wir umsetzen. Und dass Sie nicht bereit sind, diese richtigen Inhalte umzusetzen, das werde ich Ihnen jetzt im Detail nachweisen und genau sagen, dass Sie diese rot-grüne Politik, die der Ministerpräsident als Fortsetzung beschreiben will, ist eben falsch für Niedersachsen. Und für eine falsche Politik stehen wir nicht zur Verfügung. Meine Damen und Herren, wir müssen eben genau feststellen, dass der von uns geforderte Neustart in der Landespolitik eben gegenüber der rot-grünen Vorgängerregierung nicht zu erreichen ist und mit diesem Koalitionsvertrag eben gerade nicht eingeleitet wird. Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, fanden Sie denn die bisherige Regierung wirklich so erfolgreich, dass Sie sie einfach fortsetzen wollen? Dabei gibt es doch eben viele Punkte, die dringend einen Neuanfang bedürften, eines Neuanfangs bedürften. Einen echten Neuanfang in Niedersachsen, einen Neustart. Aber wir sehen eben, dass wir keinen Neustart in der Bildungspolitik erleben. Das müssen sich auch die Kollegen von der Union doch mal klar machen. Wir erleben keinen Neustart bei der Digitalisierung. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und wir erleben auch keinen Neustart in der Haushaltspolitik. Alles ambitionslos, ehrgeizlos und eine Fortsetzung dessen, was wir bisher erlebt haben. Und, meine Damen und Herren, da stellt sich natürlich die Frage, wollen Sie denn auch Ihr, ich sag mal, organisiert rechtswidriges Verhalten, was Sie an den Tag gelegt haben, im Umgang mit Vergaben fortsetzen? Der Kollege Schünemann würde sagen, den Genossenfilz fortsetzen. Ist das auch das, was Sie machen wollen? Auch an die Kollegen der CDU die Frage gerichtet. Das kann es doch nun wirklich nicht sein. Sie werden doch nicht leugnen, Herr Kollege, dass Sie rechtswidrig gehandelt haben. Das war doch systematisch in den Ministerien bei Herrn Lies, bei Herrn beim Ministerpräsidenten. Zwei Staatssekretäre sind deshalb gegangen. Eigentlich hätten drei gehen müssen, aber da hat Ihnen der Mut gefehlt, die personellen Konsequenzen tatsächlich zu ziehen. Meine Damen und Herren, in der Bildungspolitik, wenn wir mal ein bisschen in die Themen genauer gucken, hatten wir zwei Themen, die im Zentrum der Auseinandersetzung standen. Das war die Inklusion und die Unterrichtsversorgung. Im Wahlkampf haben Sie, Herr Kollege Althusmann, noch erklärt, bei der Inklusion, dass es mit der CDU weiterhin Förderschulen für alle Formen ohne Einschränkungen geben werde. Davon bleibt am Ende nichts übrig. Und der gestern hier im Rahmen dieser Regierungserklärung gefeierte Kompromiss ist doch am Ende eine Mogelpackung. Bestenfalls wird doch die Abschaffung der Förderschule Lernen bei einer Handvoll Schulen allenfalls noch verzögert. Am Ende werden sie aber abgeschafft. Dafür, meine Damen und Herren von der Union, wurden sie von den Eltern der inklusionsbedürftigen Kindern definitiv nicht gewählt. Diese Menschen haben sie bitter enttäuscht. Wir erleben also keinen Neustart, sondern eine Fortsetzung der rot-grünen Inklusionspolitik. Und auch bezüglich der Unterrichtsversorgung.
ist es ja wirklich bemerkenswert, was in diesem Koalitionsvertrag steht. Die Union hat gesagt, wie wir finden, völlig zu Recht, wir brauchen eine Unterrichtsgarantie. Wir müssen den Kindern echt Chancen geben. Und jede Stunde, die Unterricht ausfällt, ist eine Chance weniger für diese Kinder. Und dann guckt man hocherwartungsvoll in diesen Koalitionsvertrag, und ich kann Ihnen das nicht ersparen. Das Werk, was hier so gefeiert wird, enthält dann folgende Passage. Die Qualität ist der wichtigste Baustein für gute Schule. Das Berechnungsverfahren der Unterrichtsversorgung soll in dieser Legislaturperiode überprüft werden. Das Ziel ist mehr Transparenz für alle Beteiligten. Die Eckpunkte einer guten Unterrichtsversorgung sollen sich künftig an neuen Indikatoren orientieren. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, was heißt das denn eigentlich bitte? Das Berechnungsmodell wird einfach überarbeitet, dann zählen gute Lehrer einfach für zwei und schon stimmt die Statistik wieder? Meine Damen und Herren, durch Rechentricks werden unsere Kinder nicht eine Stunde mehr Unterricht erhalten. Die Statistik mag dann am Ende stimmen, den Kindern werden aber auch künftig Chancen vorenthalten. Und das ist weiterhin eine verantwortungslose Politik, eine irreführende Politik, die Sie hier mit diesem Koalitionsvertrag einleiten und hat mit einer Unterrichtsgarantie, wie die Kollegen der Union das zu Recht immer gefordert haben, rein gar nichts mehr zu tun, meine Damen und Herren. Und auch Exzellenz und der Leistungsgedanke werden in der Schulpolitik ein Fremdwort bleiben. Schullaufbahnempfehlung nur auf Wunsch der Eltern. Noten erst in Klasse 4. Und beim Schreiben nach Gehör wird es im Ergebnis doch auch bleiben. Machen wir uns nichts vor. Dieser Prüfauftrag, den Sie da reingeschrieben haben, ist doch allein ein Zugeständnis an die Kollegen der Union gewesen. Mehr doch nicht. Am Ende ist doch klar, was bei rauskommt. Meiner Meinung nach ist das ein echter Skandal. Denn Niedersachsen wurde schon im Jahr 2016 bei der Bildungspolitik ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Besonders negative Ergebnisse bei Viertklässlern im Bereich der Orthographie wurden ihrer Schulpolitik da bescheinigt. Und das wollen Sie jetzt wirklich fortsetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wir sind der Auffassung, ein Neustart wäre dringend geboten. Wahlfreiheit statt Inklusionszwang, Unterrichtsgarantie statt Taschenspielertricks und Schreiben nach Duden, meine Damen und Herren. Sonst kommt Herr Hilbers noch auf die Idee, Rechnen nach Gefühl einzuführen. Und das dürfte für den Haushalt dann doch relativ gefährlich werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum zweiten großen Themenkomplex dieses Landtagswahlkampfs kommen, nämlich der Digitalisierung. Und auch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, die ja nun wirklich nur die Voraussetzung für Digitalisierung ist und damit noch nicht Digitalisierung insgesamt beschreibt, auch da verlieren Sie sich doch im Klein-Klein. Nach dem Motto Zeit gewinnen, auf den Bund zeigen und abwarten, so wie wir es eben auch von der letzten Landesregierung ja gewohnt waren. Und statt klare Ziele zu formulieren, steigern Sie das Chaos noch weiter, was ja schon in der letzten Legislatur bemerkenswert war, wo kaum noch jemand durchgestiegen ist, wer eigentlich hier was will. Und das neue Chaos äußert sich darin, dass zum einen die SPD einen 50-Mbit-Ausbau bis 2020 erreichen will. Bis 2022 wollen Sie aber schon mal 1 Milliarde verbuddelt haben. Und bis 2025 soll dann, wie der Ministerpräsident gestern ja auch noch mal erklärt hat, flächendeckend eine Breitbandversorgung im Gigabit-Bereich gegeben sein. Ja, meine Damen und Herren, was wollen Sie denn jetzt wirklich? Das passt doch auch weiterhin alles nicht zusammen. Sie blicken doch selber nicht mehr durch bei diesem Zielchaos, was Sie hier am Ende produzieren. Und mit einer solchen orientierungslosen Politik riskieren Sie, die Menschen im Lande doch noch weiter zu frustrieren, was bei diesem wichtigen, zukunftsnotwendigen Thema eben nicht verantwortbar wäre. Und sie treiben damit Unternehmer am Ende aus dem Land. Und dann, wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt und sagt, jetzt muss doch mal richtig Gas geben, jetzt muss mal vorangegangen werden, dann fällt Ihnen ein, dass man prüfen will, ob im Laufe der Legislaturperiode bei einem Sonderstaatssekretär die Digitalisierungsaufgaben konzentriert werden und ob bis Mitte 2018 ein Masterplan für die Digitalisierung vorgelegt werden soll. Meine Damen und Herren, Sie haben die Einschläge noch nicht wahrgenommen. Ja? Digitalisierung ist kein Feld, in dem man noch irgendwas prüfen muss. Da liegt doch auf der Hand, was man tun muss. Warum sind Sie denn so zögerlich? Sie haben das immer noch nicht begriffen, dass wir hier wirklich drohen, abgehängt zu werden in Niedersachsen, dass Chancen vernichtet werden und wir eben nicht an der Digitalisierung, Wertschöpfung und all dem, was für unser Leben damit zusammenhängt, tatsächlich teilhaben können. Das ist wirklich an Halbherzigkeit nicht zu überbieten und wird den Anforderungen nicht gerecht. Im Übrigen, Herr Altusmann, ein Schild an der Tür ändert daran auch nichts. Ne? Die Zuständigkeiten, also ist ja, Sie wissen es, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das muss ich zugeben.
da sind wir einen Schritt weiter im Vergleich zur letzten Landesregierung. Aber die Schrittgröße und Schrittlänge dürfte sich gerne erhöhen in diesem Themenfeld. Meine Damen und Herren, wir haben das im Wahlkampf deutlich gemacht und wir stehen weiter dafür. Es gibt konkrete Vorschläge. Das Land selbst muss das Rückgrat eben eines Glasfasernetzes im Lande bauen und damit die Glasfaser selbst entschlossen in die Fläche bringen. Prüfaufträge sind hier nicht nötig und das muss einfach mal entschieden werden. Aber diese Entscheidungen waren offensichtlich möglich. Warum auch immer, es ist mir ein Rätsel, es liegt auf der Hand. Und meine Damen und Herren, wir sehen die Gefahr, dass auch die Bürgerrechte in einer künftigen oder in dieser großen Koalition kleingeschrieben werden. Nachdem Rot-Grün in der letzten Legislatur mit dem Ankauf von Steuer-CDs staatlich gelenkte Hehlerei betrieben hat, setzt Rot-Schwarz diese Tradition ganz selbstverständlich fort. Mit der Quellen-TKÜ, meine Damen und Herren, will man jetzt offenbar großflächig in das Modell der Cyberkriminalität einsteigen. Und auch auf weitere Rückschritte können wir uns alle schon einstellen, wenn Innenminister Pistorius demnächst mit Rückendeckung der CDU von der Leine gelassen wird. Neue und schärfere Vorschriften sind der Koalition wichtiger als die Durchsetzung des geltenden Rechts. Die Ausweitung der Präventivhaft, die Kollegin Piel hat es bereits angesprochen, ist einer der wenigen konkreten Punkte, die wir in dieser Hinsicht bereits heute kennen. Ich sage Ihnen zu, die Freien Demokraten werden als Bürgerrechts- und Rechtsstaatspartei sehr wachsam sein, Herr Minister, und sehr darauf achten, dass bei Ihnen die Bürgerrechte nicht endgültig unter die Räder kommen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Themenfeld noch ansprechen, was auch im Wahlkampf eine besondere Rolle gespielt hat. Nämlich die Frage, wie das eigentlich mit der Wahrnehmung der Eigentümerrechte im VW-Aufsichtsrat ist. Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrages sprach Wirtschaftsminister Althusmann davon, dass es zu einer gleichberechtigten Wahrnehmung der Aufsichtsratsmandate bei VW durch ihn und den Ministerpräsidenten kommen werde. Meine Damen und Herren, das ist unter zwei Gesichtspunkten schon sehr bemerkenswert. Erstens, die von der CDU angekündigte Professionalisierung der Wahrnehmung des VW-Mandats war in dem Moment Geschichte, als es mangels besserem Wahlergebnis auf einmal um den eigenen Posten im Aufsichtsrat ging, den man der eigenen Forderung folgend eigentlich hätte ja mit einem Experten besetzen wollen. Herr Althusmann, Sie sind kein Experte oder was heißt das im Umkehrschluss? Die zweite Bemerkung ist, Herr Althusmann, Sie wissen doch, dass Herr Ministerpräsident Weil im Präsidialausschuss sitzt, während Sie vor der Tür sitzen, während dieser Präsidialausschuss tagt. Mithin kann von einer Gleichberechtigung doch überhaupt gar keine Rede sein. Deshalb ist das schon sehr irritierend, was Sie hier als Union und was Sie als Wirtschaftsminister im Hinblick auf die Wahrnehmung dieses Aufsichtsratsmandates hier vorbringen. Wir haben als Freie Demokraten eigene Vorstellung davon, wie die Wahrnehmung der Eigentümerrechte bei VW durch das Land erfolgen soll. Nämlich eben nicht durch die Regierungsmitglieder, sondern durch qualifizierte Persönlichkeiten, so wie ja die Kollegen von der Union das selbst erklärt haben, dass das nötig ist, die Qualifikation in den Vordergrund stellen. Übrigens die Qualifikation, die durch den Corporate Governance Codex tatsächlich beschrieben ist. Herr Ministerpräsident, Herr Minister, erfüllen Sie die Voraussetzung des Corporate Governance Codex zur Wahrnehmung von Aufsichtsräten in Aktiengesellschaften? Nein, mit Verlaub, das tun Sie nicht. Das werden Sie nicht tun, weil Sie diese Kenntnisse nicht haben. Und zu glauben, dass man ein Aufsichtsratsmandat so nebenbei machen kann, spätestens die letzte Legislaturperiode hat doch gezeigt, dass weder der Ministerpräsident noch Minister Lies in der Lage waren, dieses Aufsichtsratsmandat angemessen wahrzunehmen. Das ist doch genau der Punkt, weshalb die Kolleginnen und Kollegen bei der Union das auch der neue Kollege Fraktionsvorsitzende Töpfer, das zu Recht kritisiert hat. Aber davon soll heute keine Rede mehr sein. Warum sind Sie denn so mutlos und sagen nicht, jetzt schicken wir wirklich mal einen Experten rein und lassen das bei der SPD? Wenn es um Ihre eigenen persönlichen Interessen geht, haben die Inhalte nichts mehr verloren bei Ihnen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Herr Ministerpräsident, noch am Tage nach der Landtagswahl haben Sie sich abfällig gegenüber einer großen Koalition geäußert. Große Koalitionen, sagten Sie, seien schädlich für den demokratischen Wettkampf. Sie besetzten die Mitte und stärkten die Ränder. Eine große Koalition muss aber nicht zwangsläufig Stillstand bedeuten und ihre Ränder stärken. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Ministerpräsident, es liegt in Ihrer Verantwortung als Koalitionspartner, dies zu verhindern.
Das würde aber voraussetzen, dass Sie unser Land mit Mut, mit Ehrgeiz sowie dem Willen für Innovation und Fortschritt tatsächlich regieren wollen. Davon ist aber, so wie in den letzten Jahren leider, nichts zu spüren. Wenn Sie dies nicht ändern, werden Sie sich in der Tat in wenigen Jahren vorwerfen lassen müssen, durch Ihre unentschlossene, beliebige und ambitionslose Politik zur Stärkung der Ränder einen Beitrag geleistet zu haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.